Meine Lieben, heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Und zwar heute ein Vlog, wie wir, da ist übrigens der Felix, heute ein Vlog, wie wir unser neues Intro drehen. Kurz zur Geschichte zum alten Intro. Ich habe ja ein richtig cooles, meiner Meinung nach, ein richtig cooles Intro gedreht. Und das habe ich jetzt, glaube ich, in drei, vier Videos drin gehabt. Und direkt nach dem ersten Mal kamen ziemlich schlechte Kommentare dazu. Weshalb ich jetzt ein neues drehe, 2 Wochen danach. Einmal so dazu, dass das halt irgendwie wegen dem Babybauch war, das wohl irgendwie so schlecht bei euch angekommen, und deswegen, ja, drehen wir heute nur ein Video mit Mel, nur ein Intro mit Mel und nicht mit Babybauch oder sonstigen Kram. Ich wollte halt mit diesem Babybauch ein bisschen, ja, auch das andere Baby mit einbringen, was wir ja bald bekommen, und ja. Deswegen habe ich das so gemacht. Anders hätte man das irgendwie nicht machen können. Aber eine fremde Katze. Schatz hat eine Katze. Bist du da? Wie machen wir das Tor? Ja. Und deswegen dachte ich mir, ich drehe einfach ein neues. Kein Problem. Felix hat sowieso gesagt, ihm gefällt das nicht so gut. Deswegen drehen wir jetzt einfach ein neues, was uns beiden gefällt. Wir müssen die Mail jetzt noch umziehen. Liegt eben noch drin, weil wir machen jetzt einen Vlog. Ein Intro draußen. Und ja, dafür ziehen wir die Mel jetzt um. Muss ich mal gucken, was sie anzieht. Irgendwas richtig Süßes muss sie anziehen. Ich weiß, du kannst die Mel schon mal aus dem Bett rausholen. Emil wieder zudecken. Du kannst sie auf den Wickeltisch legen. Ja, also sie muss ja irgendwas anziehen, was sie irgendwie unterstreicht, weil es wird im Intro sein. Das heißt, sie muss irgendwas anziehen, was sie bezeichnet irgendwie. Hast du da eine Idee? Gar nicht, Irgendwas, nee. was auch zum Wetter passt irgendwie. Ein Strampler? Nee. Das ist ja ihr Strampler, mit dem sie nach Hause gekommen ist, aber den mag ich nicht so gern. Das ist auch ein süßer Strampler. Und du machst das auch schon. Oder den hier, aber. Nee. Welchen Body hat sie an? Rosa, ne? Ich glaube, ziehen die dir hier an. Ja. Brauchst du noch eigentlich einen weißen Langarmbody? Oh, Langarmbody sind bei mir immer ganz schlimm, weil da muss ich auf jeden Fall noch eine andere Idee haben, weil die ganzen Bodies sind immer so richtig weit hinten jetzt. Ich schätze hier nur mal den Haufen. Und da hinten ist da auch kein langer Body in Weiß. Doch irgendwo ein. Ganz unten bestimmt, ne? So, das heißt, Mel bekommt den Strampler für unser Intro und den tollen Body. Also ein weißer Body, das sieht man dann nachher nicht. Aber ich habe jetzt keinen anderen weißen Body gefunden. Ich weiß nicht, wo unser weißer H&M Body ist. So. Übrigens, die Schnullerkette verlinke ich euch in der Infobox. Falls ihr nach einer Schnullerkette sucht, verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Genauso wie unsere Kinderwagenkette, die ich heute zum ersten Mal benutzen will. Das ist diese hier, die verlinke ich euch auch unbedingt in der Infobox. Die wird heute das erste Mal an unseren Kinderwagen rankommen. Das heißt, wir nehmen die auch auf jeden Fall mit. Verlinke ich euch beides in der Infobox. Könnt ihr einfach gerne mal schauen. Jetzt ziehen wir die Melle erstmal um. Sie hat wegen gestern und wegen der Nacht nur ein Body an, weil es so unglaublich warm war gestern und heute auch. Ist es so, heute scheint die Sonne zwar nicht so doll, aber es ist sau schwül. Und deswegen haben die Kleinen nicht so viel an. Aber jetzt, wenn wir rausgehen, kriegt sie trotzdem einen langen Body und einen Strampler an. Weil Babys sollen ja immer ein bisschen mehr anhaben als wir Menschen. Und deswegen kriegt sie einen langen Body und einen schönen Strampler an. Ich werde mir gleich meinen Pulli ausziehen, weil es ist einfach viel zu warm. Der Body ist voll schön. Ich mag die Bodies von NSYNC Family sehr, sehr gerne, weil die haben einen sehr tollen Stoff und ich finde, die passen immer der Größe genau. Ist natürlich auch Ansichtssache, ne? Wie man das selber gern mag. Aber ich finde die sehr schön. So, jetzt gibt es noch den Strampler für die süße Mausi.
Das ist irgendwie voll der Jungstrampler, aber irgendwie finde ich, das ist immer ein Mädchenstrampler. Also irgendwie ist es Milchstrampler. Ich weiß nicht warum, aber. Ich glaube, wenn das neue Baby da ist, wird er den auch anhaben. Weil ich glaube, der sieht dann auch richtig süß aus. Aber im Moment ist es noch Milchstrampler. Ich hoffe, die Jungs, die da draußen rumfahren, stören uns gleich nicht beim Intro drehen. Das wäre sehr fatal. So. Zack, zack, zack. Zuckersüße Babymaus. Oh, sie ist so süß in diesem Strampler. Wie so ein Baby. Wie ein Baby. Jetzt brauche ich noch eine Mütze. Ich glaube, wir haben ihre tolle Mütze hier drin. Genau. Diese bekommt sie an. Ganz tolle, wunderbare, süße Mütze. Der neue Chunli. Wie gesagt, verlinke ich euch in der Infobox. So. Zack. 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 Und jetzt müssen wir noch unseren Kinderwagen fertig machen. Und dann geht's los. Ja. Ist schon losgeworden? Ist noch da. Das war noch beim Nachbarn gerade. So, meine Lieben, wir haben gerade Post bekommen. Und deswegen wurden wir mal kurz gestört. Wir waren nämlich schon unterwegs. Hier. Unserem Kinderwagen und der Mail. Und jetzt haben wir Papas Geburtstagsgeschenk bekommen. Der hat nämlich heute Geburtstag. Ich habe ein Einschreiben bekommen. Der Rest ist einfach nur ganz viel Papier und Post. Und ja, das müssen wir jetzt kurz schon mal reinbringen. Da kommt meine süße Katze. Mausi. Oh. Essen. Essen ist besser. Die essen hier. Schau mal. Essen. Essen, essen. Also man hört ja gar nichts. Krass. Wir haben ja ein Elektro-Postauto, das gibt es ja ganz neu und die hört man gar nicht. Also das ist voll man hört krass. Nur das Rodeln der Straße. Ja, das ist krass, oder Mari? Ja. Krass, ne? Ja, wir müssen jetzt kurz die Post reinbringen. Dann geht's weiter in unserem Intro-Dreh. Okay, komm, das, wir bringen die rein. Aber ich hörst du? Da hinten sind die richtig groß am Dreschen. Papas Geburtstagsgeschenk einmal kurz auspacken gleich. Also, weil wir haben drei Sachen auf einmal bestellt. Alles vom gleichen Verkäufer und alles mit meinem Namen drauf. Also überall steht halt Maggie als Empfänger drauf. Das ist immer eine gute Idee gewesen, sehr gut. Und deswegen muss ich mal gucken, ob es wirklich das Geschenk ist, weil ich erwarte auch noch was. Nicht, dass wir das nachher Papa geben als sein Geburtstagsgeschenk. Nachher sind meine Sachen drin. Die machen wir jetzt einmal kurz auf. Öffnen mal so ein fremdes Paket. Steht mein Name drauf, nicht fremd. Nicht Postgang. Ich weiß auch sonst, Maggie, du hast bestellt. Gut. Trag das Paket mal auf den Tisch kurz. Du willst einmal kurz aufpacken. Warum nicht auf den Stummtisch? Das ist ja leicht. Ja, aber mir ist es leicht. Was ist das denn hier? Maggie Bellman, oh. Hier sogar noch Marlies Paket. Guck da hier, es sind schon zwei Pakete auf meinem Namen, die nichts mit mir zu tun haben. Was, Marvin? Am Tisch ist kein Platz. Der stellt hier unten hin. Schau mal, ob es wirklich ist. Ich glaube schon, wir haben nur ein großes Paket bestellt. Da sieht man schon, warte, das dürfen wir nicht sehen, das ist die Rechnung. Und es ist, ja, das Geschenk für Papa. Nee, Marvin, lass drin. Das haben wir jetzt so eingepackt. Papas Birthday-Geschenk. Und dann haben wir noch. Hier sind schreibt einmal. Alle Hashtag Geburtstag in den Kommentare. Ja, Hashtag alles Gute für Maggies Papa. So. Nein, Hashtag Happy Birthday. Okay. Hier sind noch Handyhüllen, also so Panzerfolie für meine Schwester, habe ich auch über meinen Namen bestellt. Und halt, wie gesagt, ein Einschreiben für mich. Und dann haben wir hier nur, ja, Wahlberechtigung. Stimmt, ist ja bald wieder Wahlen, ne? Hier, Wahlberechtigung. Ich will wählen. Ist ja auch bald wieder dran. Gut, dann gehen wir jetzt wieder raus. Wuhu, dann haben wir es ja. Dann hat uns die Post jetzt einfach mal kurz 5 Minuten länger Vlog beschert. So. Ich halte die Kamera im Mund. Ich bin Kameramann fürs Internet. Ja, genau. Ja, ich mache wieder den Tipp. Da ist übrigens so eine schöne Kinderwagenkette. Die wunderschöne. Oh, übrigens, wir haben noch einen IKEA-Katalog bekommen. Der ist da unten noch drin.
falls jemand auch fragt, warum wir den IKEA-Katalog dabei haben. Also, da haben wir auch noch von der Post bekommen. So, da ist die Minky. Minky! Wenn man sie ruft, dann dreht sie sich nicht um, sondern man merkt nur, wie sie dich, sie hört dich nur, also man merkt es, dass sie dich hört, weil ihr Schwanz geht hoch. Das, dann weiß man immer, sie hat dich gehört. So, da kommen die Männer mit dem Baby. So. Hier sind so schön Johannisbeeren, die schon überreif sind, leider. Die kann man nicht mehr essen. Wir. Aber davor ist schon abgebaut, die können wir ganz pflücken. Johannisbeerenstand. Willst du einen Johannisbeerenstand machen? Ja. So, wir gehen jetzt für das Intro, gehen wir. Oh Gott, mein, unser Kennzeichen. für unser Intro gehen wir an einen ganz richtig schönen, wunderschönen Ort. Über die Straße. Und wir gehen, da ist übrigens unser Haus von außen. Wir gehen über die Straße. Dann ist da vorne gleich eine Brücke, das aber da nicht gehen wir. Oh shit, das stimmt. Also wir gehen gleich. Oh mein, das auch nicht. Hier steht leider überall gerade unser Ort. Weil. Was? Auch. Oh shit. So, ja, wir gehen jetzt hier um die Ecke. Und dann kommt gleich so ein kleiner Bach. Und da ist eine Brücke. Genau. Nee, das kann man nicht erkennen. So. Gehen wir jetzt hier lang. Hier kommt. Was kommt da? Alles gut. Kennzeichen. Gehen wir jetzt hier über. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen. Was ist das für ein Weg? Ja, so ein kleiner. Sieht aus wie so ein Weg, wo keiner lang gehen darf. Da darf man lang gehen. Ja, hier gehen wir auch immer zu Gassi. Ich hab nur eine. Marvin, auf. Und hier ist dieser kleine Bach, den ich meine, also hier hinter. Seht ihr gleich. Ich weiß, wie der heißt. Wie heißt er denn? Ah. Gut, der Bach heißt fast wie unser Ort, das sagen wir jetzt nicht. Und hier unter ist der Bach, da seht ihr es. Und gleich wird es richtig schön. Also gleich sind wir an einer Stelle, die ist so wunderschön. Ja, Schatz? Ja. Ey, du brauchst neue Schuhe, schaut mal hier. Schaut mal. Dim, dim, dim. Nein, die haben wir nicht gesponsert bekommen, keine Sorge, machen wir keine Werbung für Nike-Schuhe. So, ja, hier ist die Melly Maus mit unserer schönen Kinderbankette da. Mein Intro wird ein Hundekackchen. Und ja, hier ist die schöne idyllische Ecke. Hier ist nämlich so eine kleine Mini-Brücke. Ich zeig euch das mal alles. Das ist so schön hier. Also ignoriert das hier bitte. Und hier haben wir so einen kleinen Bach. Richtig schön. Und hier ist so eine kleine idyllische Brücke. Kann man so rübergehen. Dann ist hier ein Wald. Und hier unten ist es so schön, oder? Also es ist total schön, wenn du hier so die Dings runter guckst. Voll schön. Ja, und das hier wird unser neuer Intro-Platz. Also das hier, dachte ich mir, ist total schön als Intro-Platz. Und das alles um die Ecke gebaut. Dies hier. Sehr schön. Führt ja auch zu denen da. So, mein Lieben, dann drehen wir jetzt das Intro. Und ich schneide euch das fertige Intro gleich rein. Lisi Maus, hallo. 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 Ja, ihr habt immer so Angst und deswegen möchte ich euch ein bisschen helfen dabei, mit den Babys rauszugehen, weil es gibt nur, also es ist immer so, wenn die Leute älter als 18 oder 19 sind, ich schätze auch schon so 17 oder so, denen gibt es nur positive, wie nennt man das? Kritik, genau. Also es gibt, die reagieren immer positiv darauf, weil sie es einfach verstehen. Zum Beispiel die Frau gerade, die findet es toll, die fand es toll, sie kannte das nicht und fand es total toll. Sie war auch schon ein bisschen älter, schätze ich sie. Wie alt war sie? 50 vielleicht, ja. Und nur positiv reagiert, weil sie kannte es nicht und war voll begeistert davon, dass es sowas gibt und ich fand es einfach toll. Und ja, deswegen möchte ich auf jeden Fall da ein Video drüber drehen, über meine bisherigen Erfahrungen damit, die ich gemacht habe draußen mit Mel und mit den anderen Babys auch schon. Und ja. Gut, meine Lieben, dann werdet ihr jetzt gleich das Intro drehen, sehen. Hier haue ich es euch hinter. Und ja, dann hoffe ich, euch gefällt es. Und das könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben. Dann würden wir uns für diesen Vlog verabschieden. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.